Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin hier gerade am Strand von Gündoğdu und wir schauen uns mal hier die aktuelle Lage an, was sich hier alles getan hat und wie es hier jetzt aktuell ausschaut. Denn es ist auch sehr viel Leben reingekommen hier in Gündoğdu, auch in Çolakle. Und wir fangen mal heute an hier in Gündoğdu, um zu schauen, was sich hier alles getan hat. Wie gesagt, ich bin hier gerade, um genau zu sein, vor dem Bieno Club Sunset, dem Strandabschnitt, oder hier zum Beispiel beim Novum Garden Side Hotel, die Beachbar von den Hotels. Oder im Hintergrund sieht man das Crystal Palace Hotel. Und wir schauen uns mal, was sich hier alles getan hat, denn es gibt ja auch sicherlich viele Leute, die auch dieses Jahr Gündoğdu gebucht haben. Hier ist zum Beispiel das Olive Beach, der Strandabschnitt von Olive Hotel. Und hier ist auch die Fies Beach Bar, die auch immer hier sehr gut belebt ist und auch immer gut was los ist. Und wir sind hier eigentlich am belebtesten Strandabschnitt von Gündoğdu. Hier sind mehrere Hotels. Also von mehreren Hotels der Strandabschnitt. Und wie man sieht, ist hier auch schon Leben reingekommen, wie gesagt. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, im Dezember hier. Und da war es hier natürlich ganz, ganz leer. Da war ja nichts mehr hier. Und das ist hier auch ein sehr, sehr schöner Strandabschnitt bis zum Turan Princess Hotel da vorne. Also ist hier auch nicht so ganz flach wie in Kumkö oder Efrenseki. Es ist hier schon ein bisschen tiefer am Strand von Gündoğdu. Und schaut mal, die Bar hier hat es auch sehr schick gemacht. Auch mit den Loggias hier allein schon. Wenn man hier vorne gleich ist. Wir haben heute 22 Grad und damit auch sehr schönes Wetter hier in Side. Und schaut mal, hier haben wir jetzt den Blick in Richtung Antalya. Ein bisschen gegen die Sonne. Die Sonne ist nämlich ganz oben. Schaut mal. Ich kann mal zeigen, wie schön die Sonne heute hier scheint. Und hier einmal das Meer. Und da sieht man, dass die Leute auch im Wasser sind. Und man sieht, dass es hier nicht so flach ist wie in Kumkö oder Efrenseki. Und das ist jetzt hier aktuell der Spätnachmittag von Gündoğdu am Strand. Also hier sieht es schon sehr, sehr nett aus. Das ist hier der Blick in Richtung Side. Und da sieht man auch einige Leute am Strand. Man kann es noch ein bisschen zoomen. Dann sieht man auch schon da beim Crystal Palace Hotel Strandabschnitt das von Resort. Da vorne der Steg scheint noch nicht aufgebaut zu sein. Aber es ist auch ein sehr, sehr schöner Steg, wenn der fertig ist. Der fällt auch richtig auf hier in Gündoğdu. Also die Wassertemperatur haben wir jetzt vor ungefähr 2 Wochen angeschaut gehabt. Ich habe jetzt das Thermometer nicht im Auto, aber ich gehe noch nicht ins Wasser, um das Thermometer, also noch nicht ins Wasser hier, um das Wasser zu messen. Das schauen wir uns dann wieder von einem Steg irgendwo mal an. Aber hier, da sieht man,
dass viele Leute hier schon im Wasser sind. Und da kommen auch gerade die Leute aus dem Wasser raus. Hier am Strand von Gülodo. Und wir gehen jetzt ein bisschen hier noch weiter in die andere Richtung. Und da sieht man auch, dass viele Leute vorne im Wasser sind. Also wir gehen gerade auf die Leute hier zu, vor dem Steg. Aber ich schätze mal, das Wasser wird sicherlich knapp über 20 Grad haben. Wie gesagt, die Tage ist mal wieder ein Wassertemperatur-Video dran. Und da schauen wir uns mal dann wieder die aktuelle Wassertemperatur hier in Chile die Tage mal an. Da oben muss das Chile Star Hotel sein. Und schaut mal, hier ist hier viel Leben am Strand hier vorne. Herzlichen Dank an die 100 Sterne von Julia Kensch für die Unterstützung der Seite Antalya Chile Livestream. Und da sieht man auch, dass die Animation, wie man es kennt, die Leute beschäftigt am Spätnachmittag. Denn jetzt aktuelle Ortszeit genau 16 Uhr und da wird gerade Boccia gespielt oder dort hinten wird Volleyball gespielt. Auf jeden Fall sieht man, dass hier die Leute schön beschäftigt werden. Scheint auch gut besucht zu sein hier. Überall. Hier spielen mehrere Leute mit dem Ball. Oder andere Leute sind hier am Schwimmen. Hier sieht man, dass die Leute am Schwimmen sind. Und hier, da sind wir ja wieder bei dem kleinen Süßwasserfluss. Und hier ist im Sommer immer eine kleine Brücke. Aber die war auch schon im Winter hier kaputt. Schaut mal hier. Hier kann man nur barfuß rüber. So flach ist es auch nicht. Schaut mal. Ich glaube, ich bin da mal rüber. Ja, ich bin zwar ein bisschen nass geworden, aber ich bin darüber gesprungen. Und hier sieht man auch die Leute am Volleyball spielen. Oder da wird auch gerade Parasailing gemacht. Aber ich bin auf einmal rübergesprungen und das Gimbal ist dort zusammengefaltet, ehrlich gesagt. Ich habe zwar keine nassen Schuhe, aber ein bisschen nasse Hose. Ja. Noch sehen. Ein bisschen nass ist man geworden, aber ist hier noch halb so wild. Bin da drüber gesprungen. Und hier werden auch die Leute beschäftigt. Überall am Spätnachmittag macht es ja auch mal viel Spaß hier zu spielen, wenn die Mittagssonne vorbei ist. Das ist hier
Der steht vom Alvadonna Hotel. Das ehemalige Amara Beach Hotel hieß es ganz früher mal. Und ich persönlich war da auch mal in diesem Hotel. Für circa 5 Tage war das damals. Und das ist, finde ich, in Gündodo einer der besten Hotels. Das Alvadonna Hotel. Das ehemalige Amara Beach Hotel. Hat einen sehr, sehr guten Service, hat eine schöne Aussicht, ist sehr zentral in Gündodo. Das ist halt ein schönes Hotel. Das hat mir sehr, sehr gefallen gehabt, wo ich selber persönlich damals für ein paar Tage war. Jetzt sind wir hier beim Strandabschnitt vom Turan Princess Hotel und da sieht man hier schon die ganzen. Ist doch das Turan Princess hier schon. Momento. Auf jeden Fall sieht man hier schon die Felsen da vorne. Die ganzen Felsensteine hier beim Steg drumherum. Ja, das Turan Prinz Hotel heißt das. Sorry, Princess sei hier. Nicht Prinzessin, sondern Prinz. Turan Prinz Hotel. Und ab hier. Der Turan Prinz heißt es, ne? Nicht Prinzess. Nicht versprochen gehabt. Und ab hier gehen auch viele Felsen los. Viele Felsen, Platten, Steine. Kann man sich natürlich auch schwer verletzen, wenn man da ins Wasser geht. Da sind immer noch Leute, die da etwas suchen. Und schaut mal, es ist ja, auch wenn es hier Spätnachmittag ist, sieht man hier, dass einige Leute schon unterwegs sind und dass hier in Gündodo die Hotels aufhaben. Also die Leute sind am Spazieren, die sind im Wasser, die sind am Wasser, die sind auf den Liegen, die sind am Spielen, die sind am Chillen. Also man sieht hier schon wirklich, dass hier in Gündodo eigentlich schon die Saison begonnen hat. Schaut mal, ich bin jetzt hier mitten auf dieser Platte. Und wenn ich das Thermometer mit, hätte man hier wirklich die Wassertemperatur anschauen können. Und so schaut es heute aktuell aus in Gündodo. Also Menschen von jedem Alter sind hier vor Ort. Das sieht man auch. Dort hinten, wo dieser Hügel ist, dieser Berg ist und wo nichts ist, wo nichts gebaut ist, die Hotels erst dort weiter hinten. Das kann man auch sehen, ich kann auch ein bisschen zoomen. Guck mal, dort hinten sieht man das Hotel. Das müsste das Jacaranda Hotel sein. Da hinten müsste dann das Roma Beach sein. Auf jeden Fall hier, wo da nichts ist, soll eine Antikstadt unter der Erde sein. Daher wird dort auch nichts gebaut. Guck mal da vorne, wo jetzt da nichts gebaut ist, sondern erst hinter diesem Hügel sind dort circa 4 Hotels. Wir sind nicht direkt am Strand, denn dort, direkt am Strand, sollen dort eine antike Stadt sein, die mit der Zeit dann auch ausgegraben wird. Und dann gehen wir mal von hier aus wieder in die andere Richtung, da ist ja auch mehr Leben. Und dann haben wir auch die Sonne im Rücken. Und dann kann man auch natürlich alles viel besser erkennen. Schaut mal, das Bild ist natürlich auch viel besser geworden, weil wir hier die Sonne jetzt im Rücken haben. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, vor allem in den Gruppen, um vielen Leuten zu zeigen, die hier demnächst nach Gündodo kommen, wie es hier aktuell ausschaut, was sich hier alles getan hat beim Turan Prinz Hotel, beim Alvadonna Hotel, beim Cedar Stop
Hotel, beim Crystal Palace Hotel, beim Novum Garden Hotel, beim Diamond Beach Hotel, wie es hier aktuell ausschaut, am Strand. Denn jeden Tag sind wir auch nicht hier in Gündodo. Aber ich denke mal, demnächst werden wir schon hier im Monat 3 bis 4 Mal sein. Natürlich auch an verschiedenen Ecken und Plätzen. Und daher, damit man weiß, was sich hier mittlerweile getan hat. Jetzt Ende April, wir haben heute den 25. April schon. Also wir sind bald im Mai. Wir haben ganz, ganz herrliches Wetter auch, das kann man auch sehen. Aber laut Wetter-App, da balanciert jemand auf den Felsen, jetzt ist er reingesprungen. Aber laut Wetter-App soll es jetzt am Donnerstag und am Freitag nicht schön sein, das Wetter. Also Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist ein bisschen Regen angezeigt. Das kann sich aber alles noch aktualisieren. Also die Wetter-App ist zurzeit wirklich ganz schön komisch. Es zeigt Regen an, aber die Sonne scheint. Es zeigt Sonne an, aber es zeigt Regen an. Weil in letzter Zeit sind so viele Fragen, wie das Wetter wohl gerade ist. Das Wetter ist heute top. Morgen auch top. Und wer weiß, wie es übermorgen ist. Vielleicht sind noch viele deswegen noch um diese Uhrzeit am Strand. Am Strand und im Wasser, weil sie befürchten, dass es regnen wird. Und von hier aus haben wir jetzt einen schönen Blick in Richtung Side. Das mal an. Also es ist schon gut besucht hier in Gündodo. Sieht man, dass viele Menschen da sind. Dass die Leute hier wieder am Parasailing, am Fliegen sind. Krasser Sport. Scheint ja zu laufen. Den Gündodo. Schon wieder die Leute am Volleyball spielen. Da sind die Leute auch im Wasser. Das ist immer noch von hier aus. Wie viele Leute da am Wasser sind. Und hier muss ich dann wieder rüberspringen. Bin ich auch jetzt wieder rüber gesprungen, aber leider ein bisschen Wasser gelandet, aber nur halb so wild. Bianca Eichelmann schreibt, wie sind die Preise am Strand für Paragliding. Also die haben alle ihre Standardpreise und jeder von diesen Wassersportspendern, Ständern
hat sein eigenes Revier. Also wenn du jetzt zum Wassersport gehen willst und du bist nicht dort, wo dein Hotel ist, die schicken dich zu deinem Hotel. Die haben so eine Farbmachung untereinander, dass jeder die eigenen Hotelgäste bedient. Also wenn ich jetzt hier in Kumkül bin und ich will in Gündo zum Wassersport gehen, die sagen zu dir, geh bitte nach Kumkül vor dein Hotel. Das machen wir alle, das haben sie untereinander abgemacht. Und daher sind die Preise auch alle gleich am Wassersport. Aber die Preisliste von dem Wassersport kenne ich jetzt nicht. Aber wenn du gern Wassersport machen willst, dann mach das direkt vor deinem Hotel. Weil wenn du nicht von deinem Hotel bist, dann schicken sie dich zu deinem Hotel. Das wird natürlich für die Leute, die ein Armband haben, Leute, die privat hier sind, für dort überall zum Wassersport. Also haben sie noch Abmachung, so Vereinbarung unter sich gemacht, die Wassersport-Leute, seit einigen Jahren. Also die nehmen keine Gäste von anderen Hotels, die nicht zu ihrem Hotel gehören. Also jeder hat sein Revier dort. Und wir gehen noch mal ein bisschen in die Richtung, wenn man schon hier ist, in Gündodo, am Strand von Gündodo. Jetzt sind wir hier beim Crystal Palace Strandabschnitt. Also Gündodo ist schon ein sehr gemischter Ort. Man hat hier Deutsche, Holländer, Russen, Polen und auch viele andere Nationen. Aber es sind auch hier in dem Gebiet hauptsächlich Deutsche da. Es ist nicht wie in Çolak'ta. In Çolak'ta ist es noch gemischter. Da sind auch 50% Russen im Sommer. Aber hier in Gündodo, das ist schon alles. Es gibt schon viele gemischte Völker, aber hauptsächlich deutsche Gäste in den Hotels. Und der Wind, der hier auch geht, eignet sich natürlich auch ideal zum Volleyballschwimmbad. Und ab hier scheint auch nicht mehr viel los zu sein. Also der Steg scheint auch, wie gesagt, ist ja noch nicht fertig da vorne. Und da sieht man ganz, ganz viele Liegen, aber da fällt kaum jemand drauf. Also ab hier wird es dann noch ein bisschen ruhiger. Wir auch von hier aus wieder umdrehen.
Aber wir haben hier gesehen, dass hier Ende April schon gut was los ist in Gnodo am Strand. Schaut euch mal das Meer an. Es ist auch ein bisschen wellig. 11 und Kunkö sind natürlich ein bisschen moderner, aber vom Strand her nicht sehr anders. Also wie habt ihr gesehen, ab dem Turan Prinz Hotel ist dort Steine, Felsen und Platten. Aber hier, wo wir hier gerade sind, ist das ein sehr, sehr feiner Sandstrand. In Gnodo. Und da sieht man auch schon jemanden fliegen. Das ist noch ein bisschen windig. Aber das dürfte, denke ich mal, kein Problem sein. Nochmal Crystal Palace Hotel Strandabschnitt. Das Wasser ist auch ein bisschen aufgewühlt. Ist doch nochmal bei dem ganzen Wellen hier. Das ist schon ein bisschen wellig hier. Das war dann heute unser erster Besuch hier in Gnodo, am Strand von Gnodo. Und wir haben gesehen, dass es hier auch nicht so unbelebt ist. Auch wenn wir Spätnachmittag hier haben. Der Sand ist ja hier auch schon sehr, sehr weich. Und hier sieht man auch wieder die Leute am Volleyball spielen. Also jedes Volleyballnetz ist belegt. Die Leute sind am Spielen. Hier am Strand von Gnodo. So, und dann ist man da vorne auch wieder
sieht man das Crystal Palace Hotel von hier. Und hier ist auch ein großer Parkplatz, wo jeder parken darf. Hier sieht man noch einen Beach Service vom Bieno Sunset Club. Und hier vorne steht auch schon wieder mein Auto. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch für die Kommentare, fürs Teilen, fürs Liken und für die Sterne. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.